Übung möchte ich dir zeigen, wie du an deinen Schwungänderungen im Winter arbeiten kannst, die du wahrscheinlich mit deinem Trainer festgelegt hast oder an denen du mit deinem Trainer zusammen in den Trainerstunden arbeitest. Und die Übung eignet sich wirklich perfekt für zu Hause, denn grundsätzlich wäre zu Hause der ideale Ort, um an der Technik zu arbeiten. Denn wahrscheinlich wird dir dort der Golfball fehlen. Und darum wirst du, wenn du dann den Schläger schwingst, einen sehr hohen Fokus auf der Technik haben. Denn das Problem auf der Driving Range ist doch immer, dass man diesen kleinen weißen Ball treffen will und dann vielleicht doch nicht die Änderungen so konsequent durchführt, die man durchführen sollte. Für diese Übung hier, dieses Slow-Mo-Training, kannst du entweder wieder deinen Fangbänder benutzen oder wenn deine Räumlichkeiten so sind, dass du auch einen Golfschläger schwingen kannst, dann nimmst du einfach deinen ganz normalen Schläger. Und die Übung geht so, ich mache sie jetzt mal mit dem normalen Schläger vor, dass du deinen Schwung in Zeitlupe durchführst. Aber jetzt nicht unbedingt den gesamten Schwung, sondern nur den Teilaspekt, den du trainieren möchtest. Also, den du mit deinem Trainer besprochen hast und verändern möchtest. Und ich mache das jetzt mal am Beispiel des Überganges vom Rückschwung zum Abschwung vor. Denn dort ist es ja meistens so, oder bei vielen Golfern, bei vielen Hobbygolfern, dass der Slice kommt, weil dann die rechte Schulter zu sehr so nach vorne startet. Und du hast bestimmt mit deinem Trainer schon mal daran trainiert, dass du hier die Arme mehr nach unten schwingen sollst. Und das kannst du jetzt super gut mit dieser Übung Slow-Mo-Training üben, denn du schwingst zurück und jetzt schwingst du in Zeitlupe den Schläger durch die Sequenz, die du üben willst, nach unten. Also in dem Fall wirklich hier langsam runter. Ja, senkst mehr die Arme und jetzt siehst du, meine Schultern sind immer noch voll aufgedreht. Und das Coole ist an dieser Slow-Mo-Übung, dass du jetzt eben den Fokus hast, dich nur auf diese Bewegung zu konzentrieren. Denn es liegt kein Ball vor dir, den du treffen willst. Es sind keine anderen Dinge, die du beachten musstest, sondern du konzentrierst dich ganz alleine darauf, dass die Arme hier nach unten schwingen und du wirklich mit den Schultern aufgedreht bleibst. Das kannst du natürlich mit jedem anderen Aspekt in deinem Schwung auch machen. Wenn du meinetwegen am Durchschwung arbeitest, hey, dann arbeitest du eben in dieser Slow-Mo-Bewegung am Durchschwung. Ja, du schwingst ganz normal bis in den Impact und jetzt schwingst du Zeitlupe, Bild für Bild, meinetwegen in den Durchschwung, in den Bereich, in dem du mit deinem Trainer gearbeitet hast. Also Slow-Mo-Training, um die technischen Veränderungen in deinem Schwung reinzukriegen, hätte ich jetzt fast gesagt, dir einzuimpfen, die du mit deinem Trainer besprochen hast. Und Slow-Mo wirklich, führe die Bewegung Bild für Bild durch. Wirklich in absoluter, wenn es geht, Zeitlupe. Ganz langsam, sodass du wirklich merkst, okay, was muss ich denn tun, um jetzt genau in diese Position zu kommen und dahin zu kommen, welche Muskeln spannen sich an, wo ist Spannung, welche Teilbewegungen greifen ineinander. Und dann wirst du merken, wenn du dann Ball schlägst, wirst du deine Änderung viel besser umsetzen können, als wenn du einfach immer nur Bälle schlagen hättest. Viel Spaß dabei!